Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rom Total War 2 mit dem historischen Rom. Wir wurden letztes Mal von einer fetten Pergamon-Armee fast platt gemacht, also fast, das war ein Pyrrhussieg. Und ja, genau, unser General Ski-Bums ist gestorben. Und hier, das gefällt mir gerade gar nicht. Das gefällt mir gerade gar nicht. Ich gehe mal dahin, damit nicht die Garnison noch mitkommt. Aber das ist gerade keine gute Ausgang. Ja, doch, okay. Ich dachte gerade, das wäre eine Armee, aber Admiral ist wurscht. So, du, würde ich sagen, kommst wieder zurück. Bei den Kalten, also Rodders kann auch die Legion da machen. Oh ja, du kommst auf. Alter, schau mal. Der kann von da nach da. Warum das? Wegen... Nee, nicht mal wegen dem Wohlstand. Also normalerweise, wenn der Wohlstand hoch ist, so wie in Rom, dann können die Armeen richtig weit laufen. Aber hier ist ja so ein Mittelbereich. Dann müsste der eigentlich die Boni hier drauf haben. Warte. Ja, 6% ist jetzt nicht viel. Hier hat er nichts. Ja, er hat eine Ehefrau. Da bekommt er das da. Der hat nur 6% und keinen Agenten. Komisch, dass er dann so weit kann. Naja. Lassen wir das so stehen. Der will Pella einnehmen. Ja, kann er mal probieren. Kann er ruhig mal versuchen. Die sind uns freundlich gesinnt. Dann gehen wir mal hier hin. Weil Makedonien ist uns jetzt nicht mehr so freundlich gesinnt und in Chimera sind auch gerade alle auf Krawall aus. So, es ist 88 vor Christus. Genau, wir haben jetzt insgesamt 10 Jahre Zeit, um die 3 einzunehmen. Und danach müssen wir Türkei, also Türkei, da haben wir noch bisschen mehr, da haben wir 16 Jahre Zeit und dann bis 70, also 70 vor Christus, haben die Römer Jerusalem eingenommen. Und ja, das werde ich da auf jeden Fall auch machen, weil Jerusalem war ein ziemlich heißes Pflaster. Also das war ein bisschen heftig da unten. Das hat auf jeden Fall mehrere Monate und ja, also es hat sehr lange gedauert. Wie ich vorletzte Runde oder Folge gesagt habe, werde ich mich mal mit einem YouTuber, kennt ihr bestimmt, also wer sich für Geschichte interessiert, Invicta heißt er, der macht unglaublich gute Videos. Und genau, da frage ich mal, ob ich einen seiner Videos benutzen darf und halt übersetzen darf. Und ja, bin mal gespannt, ob ich das darf. Ich glaube nicht, weil die Videos von ihm sind so heftig gut produziert. Und ja, dass ich das einfach benutzen darf, ist sehr unwahrscheinlich. Es sei denn, es ist ein ultra nicer Dude und was ich glaube, aber ja, ich frage einfach mal nach. Weil es ist halt kostenlose Werbung in Anführungsstrichen, weil, naja, ich habe ja noch überhaupt keine Reichweite. Deswegen ist das also ein bisschen mit Vorsicht zu betrachten. Was wollte ich eigentlich hier machen? In Verruf bringen? Agenten oder General? Ja, das brauche ich doch nicht. Ja, okay, dann mache ich das halt und bringe ihn in aggressive Stellung. Ah, genau. Jetzt willkommen in Alexandria. Ah, du bist der Scouter, ne? Genau, mit dir wollte ich ja jetzt nach Britannien. Du wirst aktiviert, du wurdest gelaufen. Was? Hier kann ich ja hier hingehen und den Dude da oben unterstützen. Warte mal. Genau, also die haben hier eine relativ große Fullstack-Armee und da. Ich will halt versuchen, gegen ihn, also nicht gegen ihn zu kämpfen, sondern einfach ja, einfach Jerusalem zu nehmen und dann eben wieder Frieden zu schließen. Das will ich auf jeden Fall versuchen. So. Dann geht's mal. Warte, Baubericht. Attentatsversuch. Ja, egal. Gut, dann werde ich nochmal schauen. Ah, der könnte eine Frau gebrauchen. Hm, die ist gut. Gemeiner Ehemann. Wow. Du bist also gemein. Du Dreckigen. So. Hinterhalt. Du hast noch gar nichts, ne? Dann mache ich mit dir Hinterhalt. Okay. Kann ich die nicht? Die ist 9. Wieso kann ich die nicht in die Schule schicken? Naja, egal. Gut. Dann nächste Runde. Ja. So. Da bin ich mal gespannt, weil jetzt in Asien geht's ziemlich ab. Ach, sieh mal eine an. Sieh mal eine an, der macht das ja von alleine. Hm. Was habe ich denn da? Ja, okay. Also, ja. Ich dachte nicht, dass er das von sich selbst aus macht. Hm. Und mit denen werde ich auf jeden Fall versuchen, so mindestens 2 von ihm zu kicken. Ich fange mal auf der Seite an. Und die da will, also ihr kennt das ja schon. Das ist eigentlich immer die Formation, die ich ja eigentlich immer benutze. So. So, dann rudern wir mal Richtung unser Verderben. Sekunden. Wieso bleibt er stehen? Ah, okay. Das sah gerade so aus, als würde er nicht rudern. Das ist ein bisschen seltsam gewesen. Und schnell rudern in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ach komm, echt jetzt? Ach komm, echt jetzt? Ach, das ist doch doof. Unser General wird angegriffen. Was passiert da gerade? Oh. Hallo. 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 So. Die Männer wanken. Welche denn? Ach, die. Ist das ja dir nicht peinlich, dass deine Unterstützungseinheit mehr platt macht als du? Wäre mir schon ultra peinlich. Das ist schon das dritte Schiff von ihr. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. Das ist schon das vierte Schiff. Das ist schon das fünfte Schiff. Ja, aber an die komme ich jetzt nicht mehr. Na gut. Oh, der ist stecken geblieben. Also, hast auch einen bekommen. Super. So. Die zwei restlichen Munitionsdinger müsst ihr noch behalten. Weil, ja. Da kommt ein bisschen was auf euch zu. Ja, nur ein bisschen was. So, dann spiele ich mal hier ein bisschen vor. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Sklaveninfanterie. Das sind alles nur Sklaven, gell? Ja. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Der geht sogar so weit. Ja, aber ganz ehrlich, gegen Römer zu gewinnen, da braucht man ein bisschen mehr als eine große Armee. Da bräuchte schon Fernkämpfer. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Jetzt kommen wir zur Verfolgungsjagd, ne? Ah, doch nicht. Schön im Rücken. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Okay, also wenn der die beiden vernichtet. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Es sieht gerade wirklich so aus. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Willst du mich eigentlich verarschen? Jetzt mach den doch. Was ist los? Wie kann das sein, dass der Legionärskohorte platt macht? Na klar, die ist sehr müde. Alter, schau mal die. Gegen 4. 1 gegen 4. Come on, das schaffst du. Nein. Ganz ehrlich, ein bisschen übertrieben jetzt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Also klar, mit der... Also, das mit der Salve von hinten, ja. Okay, also... Da ist das 240. Da ist das Wanken und das Sterben auch realistisch. Aber das war ein fucking Fernkämpfer. Ein fucking Fernkämpfer gegen zwei, also gegen eine Legionärskohorte und gegen eine Evocati, oder war das? Und der hat einfach gewonnen. Klar, meine waren... genau, Evocati und ja. Klar, die beiden waren angeknackst, aber... Junge... Das ist ein bisschen übertrieben, oder? Okay. Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Da muss ich halt mit einer Armee wieder zurück. Die habe ich sowieso da vorne nicht so dringend gebraucht. Ah, ja, macht's mir wieder leicht. Schade. Schade, schade, schade. Schade, Schokolade. Apropos Schokolade, ich könnte jetzt eigentlich mal eine Schokolade essen. Wo ist denn die Schokolade? Ist natürlich wieder keine da. Gut. Die Pflicht ruft. Legio 8. Plus Korruption will ich aber nicht. Rang erhöht. Gemeuchelt. Diener wurde von gegnerischen brutal. Natürlicher Tod. Spionen. Untertan. Erlangt. Bekanntheit. Und ne, Legio 8. Wo ist denn Legio 8? Legio 8. Da, 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 da. Legio 8. Ach, der? Warte, wurde der etwa getötet? Wurde der etwa... Warte, du gehst jetzt mal zurück. Und du nimmst jetzt mal ein. So. Gut, 87. Du gehst einmal noch ein bisschen vor, ein bisschen scouten. Kann nicht schaden. Ich habe noch... Ich kann noch eine Agentin machen. Aber wo ist denn jetzt meine gestorben? Also hier habe ich eine. Und da oben habe ich eine. Das heißt hier... Die da ist gestorben. Natürlich die, die schon töten kann. Dann mache ich ja die ausweichen. Tanti. So, du. Genau, du bist der Kaiser. Hier war letzte Runde so ein paar Leutchen, die mir nicht so gefallen haben. Medusa-Köpfe sind... Also da ist jetzt eine Full-Stack-Armee drin. Okay. Wo bist du? Der will Pella wieder haben. Das soll er ruhig versuchen. Dann gehe ich nach Pella rein. Oh, ich sehe schon. Hä? Wieso? Hä? Das braucht er ja hier auch nicht. Gut, auf jeden Fall werden wir das dann... nächste Runde machen, weil, wie gesagt, ich muss vorproduzieren und genau, deswegen versuche ich das auf 20 Minuten zu halten und genau, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder, bye bye. Okay, das machen wir noch automatisch. So, bye. Sega. Schöpfe